Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Donnerstag, Zeit für News. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit einigen Spielnachrichten und einem kleinen Überblick über Kickstarter und sonstige Themen, die in der Branche passiert sind. Wie immer in eigener Sache. Und da habe ich ja zwei bzw. drei Videos online gestellt. Zum einen Spiel des Jahres, da hat es eine kleine Verwirrung gegeben. Ich glaube, da ist ein Fehler mir passiert. Tippitoppi zum einen habe ich bei Spiel des Jahres mit hineingepackt. Ist Spiel des letzten Jahrgangs, habe mich schon geärgert, dass ich Mandala vergessen habe. Würde also gerne Tippitoppi durch Mandala ersetzen. Und beim Kennerspiel des Jahres bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, Megacity ist aktuell auf Deutsch noch gar nicht erhältlich. Das wird wohl erst im August passieren. Da habe ich blöderweise zwei, drei Online-Shops falsch gelesen oder diesen kleinen Hinweis nicht wahrgenommen, dass Megacity erst ab August erhältlich ist. Gehe ich also davon aus, dass das dann ein Spiel des nächsten Jahrgangs sein wird. Dann habe ich eine Kolumne gemacht, in der Kolumne Nummer 4, die ja jetzt Out of the Box heißt. Hier könnt ihr nochmal nachschauen, habe ich einfach gefragt, wie geht's mit Spielen und Politik. Also vielen Dank für die vielen, vielen Kommentare dazu. Werde das aber in der nächsten Kolumne nochmal in aller Ruhe beantworten. Also nochmal vielen Dank, dass ihr da so zahlreich geantwortet habt. Bei den News. Feuerland hat auf Facebook einen kleinen Einblick so in seine Politik der nächsten Monate gegeben. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Auflagen. Wie hoch sind solche Auflagen? Kann man einen Reprint machen? Ab wann lohnt sich das? Ab wann lohnt sich das nicht? Fand ich sehr spannend. Also beispielsweise geht ja Parks jetzt gerade in die zweite Auflage hinein. Und es wird sich aber auch nicht bei allen Spielen lohnen, zweite Auflagen zu machen. Also bei der ersten Auflage sind immer so zwischen 2.000 und 4.000 Exemplare dann auf dem Weg. Die sind bei Parks jetzt komplett ausverkauft gewesen. Aber es wird sich zukünftig wohl nicht bei allen Spielen lohnen. Im Moment aufgrund des großen Angebotes, eben halt auch aus dem amerikanischen Bereich, eine zweite Auflage zu drucken. Die Spieloffensive Wundertüte ist heraus. Ich denke mal, das ist jetzt kein Spoiler mehr. Die meisten müssen es erhalten haben. Diesmal mit Blackjackie, Bummelbahn, Dreams, Winter der Toten und alte dunkle Dinge sowie diverse Promos im Vergleich zu verschiedenen Wundertüten der vergangenen Jahre. Finde ich das Angebot diesmal sehr ordentlich. Und ich denke mal, da wird sich der eine oder andere doch ärgern, dass er nicht dabei ist. Beeple hat einen neuen Award verliehen, gerade frisch heute Morgen, nämlich den Kartografen von Pegasus. Das ist der zweite Beeple Award nach die Crew. Und kann ich also nur das Video empfehlen, was wir mit Peter Bernheiser gedreht haben. Hier geht es auch so ein bisschen um, wie ist Kartograf entstanden, wie ist es zu Pegasus gekommen, was ist noch beim Kartografen mehr zu erfahren. Schaut da doch mal hinein. Kickstarter gibt es nur ein paar News. Zum einen, Arkwright, the Card Game, wird bei Game Brewers erscheinen. Da gibt es schon die ersten Werbebanner. Railroad Inc. ist ganz frisch gestartet, sehr gut durchgestartet mit zwei neuen Boxen. Wer Bock hat, seine Sammlung da zu erweitern, ich denke mal, da wird der ein oder andere Sammler dabei sein. Es wird einiges an Goodies und Sonderthemen geben, aber auch eine große Big Box, wo alle vier Boxen, beziehungsweise es gibt noch eine fünfte Box, wo das ganze Sondermaterial drin ist, eben hineinpassen. Es gibt große Spielpläne, finde ich auch sehr spannend. Ich bin da noch am Hin und Her überlegen, ob ich da noch reingehe oder nicht, aber es läuft auch noch ein bisschen. Dann ein kleines Kickstarter-Projekt, was ich aber faszinierend fand, ist Queen of Scots mit Nadine Chestnut. Die ist als Autorin dabei und ist 102 Jahre alt und hat eben mit Unterstützung hier ihr Kartenspiel hineingebracht. Das soll auch wohl auf Deutsch erscheinen. Das habe ich allerdings nur als Flagge gesehen. Bin da noch nicht so ganz schlau draus geworden. Kampagne ist auch relativ frisch gestartet. Finde ich aber witzig eben halt, dass wir hier auch Autoren auf Kickstarter erleben, die jenseits der 100 sind. Events hatte ich eigentlich schon einen Strich durchgemacht und habe dann gesehen, es gibt jetzt Online-Events. Neben Pegasus, die einen sehr guten Zulauf wohl für die Designer-Days bekommen haben, veranstaltet Cool Mini or Not oder Seaman jetzt am Wochenende eine Online-Veranstaltung. Renegade wird am 5. bis 7. Juni hinterherziehen.
Das ist sicherlich dem geschuldet, dass diverse Veranstaltungen leider abgesagt werden mussten aufgrund der ganzen Corona-Epidemie. Nun gehen die Verlage hin und versuchen es online. Ja, und in der aktuellen Brettspielbar haben Jürgen und ich uns zusammengehockt und die Brettspielbar wird morgen erscheinen. Wir berichten über Don Carlo, Nope, Trails of Tucano sowie Safe House, das Würfelspiel, und geben da unsere Eindrücke von dem Spiel wieder. Wer Lust hat, kann gerne in unseren Podcast hineinhören. Weiter geht's mit dem Ticker und einigen Neuheiten an der Brettspielfront. Sagrada ist ja eine Trilogie angekündigt worden. Teil 1 ist auch schon erhältlich in dem Bereich der Erweiterung. Nun ist mit Live der zweite Teil angekündigt worden. Hier ist das Cover, wird dann demnächst erscheinen. Caretos ist von Mebo neu angekündigt. Ist ein Spiel, was in diese traditionelle Ecke hineingeht. Arrayal war ja ein Spiel, was zum Thema hatte, diese kleinen Partys oder Viertelpartys. Mit Careto wird jetzt ein neues Thema einhalten, nämlich der Karneval. Careto bedeutet so viel wie die Grimasse. Und damit setzt Mebo, ja, ich sag mal, seine lokalen Spiele oder seine Ausgaben lokaler Art fort. Nach Arrayal war ja Porto da und nun eben Careto. Nico Harbour, The Card Game, wird bei The Wood Games erscheinen. Strategiespiel. Tolles Cover auch hier eingeblendet. Und dann werden alle Fans so ein bisschen hellhörig werden, die Mini World War II toll fanden, was bei Formosa Games herausgekommen ist im letzten Jahr, beziehungsweise im 2018. Domination ist praktisch also ein neues Gewand gehülltes Spiel, was auf diesem Prinzip beruht, was wird bei Phalanx erscheinen, wird auch als Kickstarter herauskommen. Und ja, damit dürften alle Fans dieser Spielgattung happy sein. Epic hat ebenfalls den Vorhang gelüftet. Das neue Spiel wird Epic Pirates heißen und ist, glaube ich, irgendwie Nummer 10 oder 11 jetzt in der gesamten Reihe. Also ich habe, glaube ich, nach Nummer 3 irgendwann mal aufgehört, da weiter dabei zu sein. Pirates muss ich mir nochmal angucken. Piraten finde ich immer als Thema super spannend. Und last but not least, heute könnt ihr Shadow of the Obelisk im Board and Dice Game Store erwerben. Das soll die Wartezeit für Boah, Mensch, Tekeno, ich hasse diese ganzen Begriffe. Waren auch nette Kommentare. Ich werde dieses Wort aber trotzdem nicht aussprechen. Er soll also auf jeden Fall die Wartezeit auf Tekeno verkürzen und ist ein Roll-and-Ride-Spiel auf Basis dieses Schattenmechanismus, den wir dann im Obelisk bei Tekeno sehen können. Das waren wieder kurz und knackig die News vom Donnerstag. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hinterlasst doch gerne ein Abo, Daumen hoch und ja, am spätestens Montag geht es weiter mit der nächsten Out-of-the-Box-Kolumne. Bis dann, euer Christoph. Ciao!